Herzlich willkommen zum heutigen Trainingsvideo. Mein Name ist Kevin Blank und ich zeige Ihnen heute unsere Xeria-Familie im Rahmen der Mittelspannungsschaltanlagen. Sie möchten mit Ihren Schaltanlagen grün werden und Ihren CO2-Footprint reduzieren? Dafür möchten Sie eine F-gasfreie Schaltanlage einsetzen, welche seit mehr als 20 Jahren erprobt ist? Sie kennen sich mit dem Schaltprinzip der Anlage nicht aus oder haben die Xeria noch nie eingesetzt? Kein Problem, wir zeigen es Ihnen. Betriebszustand. Umschalter auf Sammelschiene und Lasttrennschalter geschlossen. Auftrennen Hauptschaltelement, hier Lasttrennschalter, durch Betätigen der roten Austaste. Off Position. Drehen des schwarzen Auswahlschalters nach rechts. Antriebsöffnung des Umschalters wird freigelegt. Schalthebel in die rechte Antriebsöffnung einsetzen und um 180 Grad nach rechts drehen. Umschalter wird von Sammelschiene auf Erde geschaltet, Neutral Position. Drehen des schwarzen Auswahlschalters um 180 Grad nach links, Antriebsöffnung des Umschalters verriegelt, Antriebsöffnung des Hauptschaltelements freigelegt. Schalthebel in die linke Antriebsöffnung einsetzen und um 180 Grad nach rechts drehen, bis die Federkraft auslöst und das Hauptschaltelement zuschaltet, Earth Position. Schwarzen Auswahlschalter in vertikale Position bringen, beide Antriebsöffnungen verschlossen, optionale Fernwirkeinrichtung aktiv. Drehen des schwarzen Auswahlschalters nach links, Antriebsöffnung des Umschalters verriegelt, optionale Fernwirkeinrichtung inaktiv. Anschlussraum kann geöffnet werden. Geerdeter Zustand, Umschalter in Erdstellung und Lasttrennschalter geschlossen. Auftrennen des Hauptschaltelements durch Betätigen der roten Austaste, Off Position. Drehen des schwarzen Auswahlschalters nach rechts, Antriebsöffnung des Umschalters freigelegt. Schalthebel in die rechte Antriebsöffnung einsetzen und um 180 Grad nach links drehen. Umschalter wird von Erde auf Sammelschiene geschaltet. Neutral Position. Drehen des schwarzen Auswahlschalters um 180 Grad nach links. Antriebsöffnung des Umschalters verriegelt. Antriebsöffnung des Hauptschaltelements freigelegt. Schalthebel in die linke Antriebsöffnung einsetzen und um 180 Grad nach rechts drehen, bis die Federkraft auslöst und das Hauptschaltelement zuschaltet. On Position. Schwarzen Auswahlschalter in vertikale Position bringen, beide Antriebsöffnungen verschlossen, optionale Fernwirkeinrichtung aktiv. Anschlussraum kann nicht geöffnet werden. Vielen Dank für Ihr Interesse und herzliche Grüße aus Bonn.